Ja, hallo, hier ist nochmal Klaus von der älteren Generation. Und Klaus macht zum Einschlafen nochmal ein Sudoku. Ich habe jetzt hier wieder das Open Sudoku, das Programm, die App Open Sudoku geöffnet. Und bin jetzt hier in der Auswahl. Und bei der Auswahl schwer. Man sieht also 30 Stück. Zwei Stück haben wir gemacht. Das erste ging gut, 66 Minuten. Das zweite 36. Und jetzt greife ich mal das dritte an. So, das ist das dritte Sudoku. Mir scheinen diese schweren hier sehr viele Zahlen zu haben. Ich dachte immer, schwere, leichte, mittlere Sudokus unterscheiden sich dadurch, dass sie so viele Zahlen haben. Aber, also sie müssten so 20, 22, 24, so, das sind eigentlich schwere. Und, das hier sind eigentlich 2, 4, 7, 17, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 34. Also 34 Steine oder sagen wir mal, Zahlen zu Beginn, das kann eigentlich kein schweres sein. Also was meint ihr mit schwer? Meint ihr subjektiv schwer oder schwer für ihn zu lösen oder also objektiv sind das keine schweren. Weil dafür sind es viel zu viele Zahlen. Okay, ist egal, machen wir mal weiter. Also da kommt ja ein 19. Ich mache wie die Blockmethode nach dem Sudoku-Guy. Dann haben wir die 2er, 2, 2 da oben. Und das heißt also, dass dann 2 hinkommt und da auch. Und da kann keiner hinkommen, weil er da schon an ist. Okay, dann haben wir eine 3. Dann haben wir eine 4. Eine 4 nur, dann haben wir eine 5, eine 5, zwei 5, drei 5, wir haben drei 5, dann haben wir zwei 6er. Zwei 6er, das heißt also, da unten ist auch eine 6 da, das heißt also, die 6 und die 2 haben. Das ist ein Matching Pair. Sieht so aus. Zweier. Das heißt, die 2 und die 6 können ja nur an diesen zwei Plätzen sein. Gut, 6 haben wir, keine 7. Wir haben nur eine 8. Und wir haben auch keine 9. 7 und 9 haben wir nicht. Okay, kommen wir zur nächsten Blockzeile. Den Block Steni zu 4, 5 und 6. Also Block 4 haben wir eine 3, Block 5 haben wir auch eine 3. Das heißt also, in Block 6 kommen hier 2, 3 rein. Mache ich da mal eine. Und da auch eine. Da haben wir 2. Gut. 3 haben wir. 4, 2, 4 haben wir auch. 2, 4 im Block 5 und 6 haben wir also 4, dann kommt der Block 1, kommt also deine 4 hin und da haben wir 2 4, Fünfer haben wir auch zwei Stück. Das heißt, es kommen auch zwei Fünfer hin. Zwei Fünfer. Zwei Fünfer. Da kommt eine Fünf hin, da. So. Dann haben wir drei Fünfer in der senkrechten. Vertikal. Also drei, zwei Fünfer. Was ist mit den Sechsern? Keine Sechs. Keine Sieben.
eine 8 und keine 9. Bisher keine 9 in der oberen Reihe, in der mittleren Reihe auch keine. Gut, kommen wir zum dritten Blockreihe. Button, da sind wir jetzt. Also diese Reihe 1 habe ich. 1, 1, was macht die 2? Ja, eine 2 haben wir. 1, 1, 2. Dann haben wir 3, eine 3. Dann haben wir 2, 4, 3, 4. Eine 5 und noch eine 5. 2, 5er, das heißt, hier kommt also eine 5 hin. Und da auch 2, 5er. Wir haben eine 6. Wir haben 2 7er, 3 7er haben wir. Also die ganzen 7er waren von unten, die sind hier versteckt. Dann haben wir eine 8 und keine 9. Schon wieder keine 9. Wir haben oben keine 9, da haben wir keine 9. Das heißt, im ganzen Rest kommt keine 9 vor. Man weiß ganz Neues. Also, gut, also ohne 9 daneben. Erstmals. Also gehen wir zu den Kästen, zur Vertikalen. Und dann zwar hier die ersten drei Blocks, die ersten vertikalen Spalten. Blockreihe hier, Blockspalte, die erste Blockspalte hier, rechts. Also da haben wir eine 1, da haben wir noch eine 1. Das heißt also, da kommt eine 1 hin. Und da kommt auch eine hin. Wie sieht es mit der 2? Eine 2. 2, 3, 3, 3 haben wir. Wir haben eine 4. Wir haben 2, 3, 5er. Wir haben eine 6. Und eine 7. Und eine 8. Und eine keine 9. Was war da unten? Da fehlt dann die 2. Also 2 und 9 fehlen da unten. Wollen wir hier eintragen? 2 und 9. Ne, nicht 6. 9, 2 und 9. Und da auch 2 und 9. So. Dann haben wir ein doppeltes Pärchen da. 2 und 9. Gut. Ja, mehr geht im Moment nicht, denke ich. Gut, nächste Spalten. Gehen wir zu den drei. Also 1. Haben wir eine 1. Bisschen wenig. Dann haben wir 2, 2, da kommt dann 2 hin. Eine richtige bitte, du eine, ja. 2, das sind wir 3, 2. Was sagen die 3? Eine 3, das ist ein bisschen wenig. Eine 3. Ja, eine 3. Im Moment, aber da unten sind quasi zwei Felder nur für die 3. Da können wir eine 3 reinmachen. Nein, bitte nicht. So einen möchte ich reinmachen, dann 3 und auch. Da unten haben wir zwei Felder für die 3. Und was sind die 4? 2 4 haben wir. Das heißt, da oben kommt auch noch eine 4 hin. Und zwar eine richtige, so eine, ja. Dann haben wir eine 5 und dann eine 5, 3 5er. Und was sind die 6er? Eine 6 da oben.
Eine 6 da oben. Das heißt also, da unten kommt zwei Felder für die 6 hin. Eine und da auch eine. Weil da ja auch die 6 haben wir da eine. Ja, gut. Die 6 ja. Die 7er. Ja, die 7. Welche 7 kommt natürlich dahin? Und da oben kommt der Reihe 7 dahin. Und aber die Reihe fülle ich jetzt nicht aus. Zu faul. Gut, die 3er. Dann 7er bauen wir, 8er. Was haben wir mit der 8? Das heißt, die 8 kommt da hin, da kommt eine 8 hin. Also jetzt mal die 8, die kann, da kann da keine 8 hin. Also die 8er hier in der Reihe, die erste Reihe ist ja voll. Das heißt also, dass die 8 hier unten da muss, da kann sie nicht sein, also muss sie da sein oder da sein. Gut, und die 8 da, ja. Dann gehen wir mal. Den 8er, 9er haben wir keinen 9. Schon wieder keinen 9, immer noch keinen 9. Immer noch keine 9. Ja, gut, nächste Reihe. Nächste Spaltenblockreihe. Die letzte Reihe hier. Also, schauen wir die 1, da haben wir eine 1, dann haben wir eine 2, eine 3, eine 4, 2, 4 haben wir, 3, 4, eine 5, eine 6, eine 6. Ja, was kommt da hin? 7 und 9 oder sehe ich das richtig? Ja. Das sind ein Pärchen hier, wie der Matching Pair. Du weißt auch schon, das Matching Pair. Also 7 und 9. Da auch 7 und 9. Jetzt haben wir schon mal zwei Blöcke von 9, die wir quasi schon gelöst haben. Also schauen wir mal, wie geht's weiter? Wollen wir 7 macht 9. Was können wir denn hier in Querverbindungen schaffen? Bei 1 nichts zu machen. 2. Ja, 2 kommen neu, da haben wir Platz für eine 2. Da kommen noch eine 2 hin. Genau. Und wie sieht das da unten aus? Da unten, da kommt die 2 hin. Weil da haben wir ja eine 2 und da haben wir auch eine. Also heißt das, da kommt eine 2 hin. Gut. Jetzt haben wir mal bei 3. Moment, was ist eigentlich mit 1? Da haben wir eine 1 und da haben wir auch eine 1. Das heißt, die 1 kann nur in zwei Feldern sein. Dann schreibe ich da mal 1 rein und da auch. Also haben wir Matching Pair.
Gut, 1 und 5. Also 1 und 2. Jetzt ja, Moment, du. 1 und 2. Jetzt haben wir die 2 eingesetzt und das heißt, die 2 kann da nicht sein. Die können wir erstmal wegmachen. Nein, bitte nicht. Da kommt keine 2 hin, sondern da kommt eine 2 hin. Ja, und das heißt aber jetzt, dass er da eine 2 hin muss. Und dann muss das eine 9 sein. Damit haben wir jetzt die erste 9 überhaupt. Die erste 9 ist da, hurra. Gut, also das waren die Folge jetzt von den. Die Folge von der 2 hier. Ja. Die Ramification. Das ist die Ramification von 2, von 2. Gut, gehen wir mal zu 3. 3, das heißt, da haben wir 2, 3. Also ich mache jetzt ein bisschen Kreuzarbeit. So über Kreuz. Ja. Das heißt, wir haben dann 3 und dann haben wir dann 3. Das heißt, die 3 kann nur die sein oder da. 2 Felder für die 3. Hier bei der 4 ist alles klar soweit. Moment, du bei der 3, da war ich gerade bei der 3. Wir sind noch nicht Ende. Die 3 kann hier da noch hin. Da kommt eine 3 hin. Jetzt haben wir dann eine 3. Und dann kommen wir, da kommt dann auch eine 3 hin. Und die kann weg. Jo. Und die kann auch weg. Und da kommt eine richtige hin. So, dann haben wir die 3 auch schon mal. Und dann kommt dann eine 3 hin. Und die kann weg. So. Dann haben wir 2, 3. Da kommt der 3, 3. Und da oben haben wir auch 3, sind also erledigt, haben wir alle. 1, 1, ja, keine 1 in der Mitte. Wir haben da 2 Einser. Und da haben wir 2 Einser. Ja, mit 1 können wir noch nichts machen. 2, 3 hat nur 4, hat nur 5. Was hatten die 5? Wir haben 2 Fünfer,
Das heißt, die 5 muss also da sein. Und die 5 kann jetzt weg. Das habe ich gerade vergessen. Die 5 kann weg, weil da oben eine 5 ist. Also kommt die 5 dahin. So, dann haben wir hier 2 Fünfer. Da haben wir eine 5. Und da haben wir 2 Fünfer, 3 Fünfer. Und da oben haben wir auch 3 Fünfer. Fünfer sind also erledigt. Gehen wir zu den 6 hin. Wir haben also da oben eine 6. Und da haben wir noch eine 6 und 2 Sechser. Und da haben wir 2 Sechser, ja. Und ja. Ja. Aber in der ganzen mittleren Blockreihe haben wir keine 6. Das bringt uns nicht richtig weiter. Ja, also die 7. Tja, wo ist die 7? 7, 9. Wie sieht es mit der 8? Mit der 8, ja, mit der 8 sieht gut aus. Das heißt, da kann keiner, wir haben der 8, dann, wir haben der 8, das heißt also, die 8 muss sein. Da kommt also eine 8 hin. Und das heißt jetzt, ja, das heißt, da kommt eine 1 hin. So. Dann haben wir da die 8. Das heißt, die 8 kann weg. Die 8 kann weg und dann kommt da eine richtige 8 hin. So. Dann haben wir die 8 schon mal. Und da haben wir 2 8, da oben kommt also auch noch eine 8 hin. 2. Ja, gut. Also in der mittleren Reihe der Blöcke haben wir die Achter quasi. Ja, aber in der waagerechten haben wir eine Acht. Und ja doch, das heißt, er kommt nach den und da auch 2 Achter, 2 Achter. Gut. 2 Achter. Ja, die 9, da haben wir da oben eine 9, aber das sagt uns nichts. Also gehen wir nochmal von vorne 1. Was sagt uns die 1?
Die Eins sagt uns, dass sie dahin kommt. Da. Dann haben wir die zwei Einser. Und dadurch muss dann die Eins dahin kommen. Jetzt fehlen uns hier auch wieder zwei Zahlen, nämlich die 1, 2, 3, 4, 5, da fehlt die 6 und die 9, die 6 und die 9. Also die 9 fehlt auf jeden Fall. Ne, den wird den nicht. Da kommt eine 9 hin und da kommt ja auch eine 6 hin. 2 mal 9, 6. Das ist also ein Pärchen. Matching Pair. Ja, was kommt jetzt da hin? Da zum Beispiel, was kommt da hin? Da habe ich auch zwei Stück. Was fehlt da noch? Na, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, da fehlt die 9. Wieder eine 9. Da hat 6 und 9 und hier auch 6 und 9. Also das heißt, dass die 6 also da sein muss. Da und da. Weil bei 6 und 9, die muss ja dann in dieser Reihe sein. Also haben wir da die 6 ja schon mal durch. Ja, nur die genaue Positionierung ist noch unklar. Ja, das war also die 1. War das also mit der 1 oder? Wir haben 2 1 in der Mitte. Das heißt, er muss auch bei 19. Das heißt, wir haben wieder Matching Pair. Ein Pärchen, 1 und 7. Und was kommt jetzt da hin? 6 und 9 oder wie? Sieht aus. Da kommt dann auch 9 hin. 6 und 9. Ja, das ist eine Party, die Matching. Die Matching Pairs, die können dir eine Party geben. Also, das waren die Einser. Und hier in der rechten Seite haben wir zwei Plätze für die Eins. So. Was hat die 2? Die 2. Ja, wenn ich das hier mal kreuz nehme, da und da und da und da, bleibt dann nur der hier. Gut, das heißt, die 2 können wir wegmachen. So, und dann kommt da die 6 hin. Ja, da kommt die 6 hin. Und das heißt also, da haben wir wieder zwei Sechser. Da und da. Wieder ein Matching Pair. Ja. Das war also die 2. Das war also die 2. Also die gehen wir zu 3, da haben wir 3 haben alle. Ja, 3 haben wir alle. 4.
jetzt eine 4 hin. Da kommt halt eine 4 hin und dann kommt da auch eine 4 hin. Und die kann weg. Und die kann weg, ja. Das heißt, dann haben wir die 4 auch alle, oder? Ja, genau. Die 4 haben wir auch alle. Die 5er, was sagen die 5er? Und die 5er, da haben wir 3. Da haben wir auch 3. Da haben wir auch 3. Und auch 3. Die 5er haben wir auch komplett. Dann die 6. 3. 3. Ja, mit der 6. Die 6 ist der Schwachpunkt, denke ich. Die 6 ist der Schwachpunkt. Haben wir 3 Felder für die 6. Ja, gehen wir mal zu 7. Was ist eigentlich mit der 7 los? Also das heißt, die 7 muss ja dann dorthin. Eine 7 und noch eine. Dann haben wir da 7 und 8, 7 und 8 ein Pärchen. Und wir haben, wir haben Pärchen 1 und 7. Da haben wir 7 und 9 und tja. Was kommt denn da hin? Da haben wir noch 2 Zahlen, diese 2 hier. 2, was fehlt denn da? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 und 9 fehlt da. Hätte mich gewundert, wenn da jetzt was anderes hingekommen wäre. 7 und 9. Alte Bekannte. So. Jetzt fehlt uns noch ein Feld da oben. Das ist ein Matching Pair. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Das heißt, da kommt also die 8 hin. Da kommt also die 8 hin. So eine. So. Jetzt haben wir also da 2 Achter. Und das heißt, da kommt auch eine 8 hin. Und das heißt dann in der Mitte. In der Mitte kommt auch eine 8 hin. Und da kommt dann die 7 hin. Und da kommt dann die 9 hin. Und da kommt auch eine 7 hin. Ja, das geht der Format famos auf. So, was fehlt denn da in der Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fehlt die 9. Da fehlt die 9. Gut, dann haben wir da 2 9 und da haben wir 1 9. Und die sind da irgendwo. Ja. Gehen wir mal zur mittleren Reihe über. Was fehlt uns denn in der mittleren Reihe? Momento. Wir können den ersten Block aber noch nicht abschließen. Da haben wir eine 9. Das heißt also, dass da oben eine 7 hinkommt. Da kommt dann eine 7 hin. Da kommt dann die 9 hin. So, das heißt,
Haben sie dann einen neuen und dann einen neuen, also muss sie nun dahin. Ja, hurra, wir haben in der mittleren Phalanx hier erstmal einen neuen schon mal. Ein Fuß ist schon mal in der Tür, sag ich. Ja. Ja. Damals die Neune. Und dann muss das die 6 sein. Dann ist das die 9. So, dann haben wir da 2 Neuner. Und jetzt kommt hier, jetzt kommt dann 9 hin. Weil da oben haben wir ja auch eine, deswegen können die da nicht hin. Und die anderen zwei Felder waren sowieso wegen den da nicht hier. Ja, okay. Das waren die neun. Das heißt also, danach dem Muss, oder? Nee. Nee, nee, nee. Hier ist ein Fehler drin. Wobei, da habe ich mich irgendwo vertan. Was ist das hier für Mist? Aber wo? Und wann? Tja, ich dachte, ich bekomme das hier aufgelöst, aber. Wann habe ich mich vertan hier? Also das geht nicht und die andere Achte, da müsste die Achte, das geht deswegen nicht und das geht nicht wegen dem hier. Also, Ende, einmal irgendwo vertan, komm nicht mehr zurück. Ich habe mich irgendwo getan. Aber wo? Zurück geht auch nicht, ne? Also möchte die löschen. Notizen löschen. Ja. Ist jetzt hier schon der Fehler, oder? Wenn ich jetzt mal die 8 lösche und dann die 8 lösche hier auch mal, was haben wir da? Ja, Spiel neu starten. Ja, bitte. Bleibt keine andere Möglichkeit, denke ich mal. Okay. Also jetzt schnell Durchgang, aber da kommt die 1 hin.
Ja, der kommt dann in sich hin. Und der auch. Und da kommt die rein. Ja, gut. Dann haben wir. Drei dort und dort, dann haben wir dann vier. Dann fünf. Dann haben wir 6, 7, 8, 9, nichts mehr, gut. Dann unten haben wir 3, 4, 5. 3,5er, das heißt also, wie kommt denn da eine 5 hin, oder wie? Ne, da kommt die 5 hin. Weil da oben ist ja auch eine. Und da ist auch eine. Also kommt die da hin, ja. 4, 5, jetzt haben wir eine 6. 6, sieben, acht, acht, neun, ja. Jetzt haben wir da unten Peter 9 und 2 oder wie, ne? 2 und 9 kommt da jetzt hin. 2. 9 und 9, 2, 1, 2, 2, 9, so. Was kommt da hin? Auch 2, 9 oder 7 und 9, glaube ich. Genau, 7 und 9. 7 und 9. Okay. Gut, gehen wir mal zu den Rechten. Wir haben also 2 Einser, das heißt, da kommt 19. Und da. Nein, keine 4, eine 1 bitte. So. Zwei. 2, 3 haben wir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, die 8 macht gerade Probleme. Das heißt, ich habe also da die 8. Vielleicht komme ich jetzt dadurch, dass ich jetzt hier sorgfältiger. Da kommt dann eine 8 hin. Und da kommt auch eine 8 hin. Und wir haben da eine 8 und wir haben da eine 8. Wir haben also nur die zwei Felder für die 8. Das heißt, da ist vorhin eine Zahl aufgekommen, die da nicht reingehört. Ja, gut, das war die achte.
Also die Akte. Ich muss sorgfältig hier arbeiten, sonst wird das nichts. Ja. Und nun? Nun bringt sie momentan nicht weiter. Also mittlere Spaltenreihe. Mittlere Spalten in Blöcke. Da haben wir so 1, 2, 2, 2 haben wir. Das heißt, da kommen eine 2 hin. Dreier, 2, 3er. Das heißt, da kommen eine 3 hin. Das heißt 2, 4er. Da kommt dann eine 4 hin. 5er, 2, 5er haben wir. Dann haben wir eine 6. Ja, eine 6. Also da muss die 6 muss also wegen der und der muss also da 2, 6 hin. Ja, 2, 6 her. Und das heißt, da kommt dann auch 2, 6 hin. So. Sechs Jahre. Okay, sieben. Sieben Jahre, das heißt also, da muss die sieben hin und da auch. Das heißt, also, dass die sieben da sein muss und da. Dann die Achter. Die Acht muss also da sein. Da. Das heißt, ja, kommen wir da auch nach. Ja, gut. Und wie sieht das hier unten aus? Schlecht. Wo kommt denn da die Acht hin? Also wenn nicht da. Da ist schon der Fehler. Da ist schon der Fehler hier. Da kommt überhaupt keine Acht hin. Da ist schon der Fehler. Da ist ja schon eine Acht drin in dem Feld. Und dann nicht nochmal eine Acht. Das heißt, die 8 muss dann dahin und dahin, da unten. Ja, so schleichen sich die Fehler ein. Also da haben wir die 8er und 9er haben wir keine in dem Block, oder? 9er. Und dann nicht. Lassen wir das mal offen. Gehen wir zur letzten Spaltenreihe. Spalten. Blockreihe. Dann haben wir die 1, die 2, die 3, die 4, 2, 4, 3, 4. Die 5er. 2, 5er, 3, 5er. 6er. 7er, 8er, 9er. Ja, gut. Jo, weiter. Was kommt jetzt da hin? Da haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da muss also die 9 hin. Da muss die 9 hin. Das war eine richtige. Und dann kommt da eine 7 hin. Und da kommt dann auch eine 9 hin. So. Dann kommt da
Da kommt die 7 hin, dann kommt da die 8 hin. Weil wir haben in der ganzen Dame die 8 und Dame dann die 7 hin. So. Da war die 7 und die 8. Und das heißt also, bei den 7ern, dass da eine 7 hin muss und da auch. Und bei der 8 heißt das 1, 2, 3, da kommt eine 8 hin. So, jetzt haben wir da 2 8er und das heißt, da kommt eine 8 hin. Das war so richtig. Da kommt da eine 8 hin. Und da auch. Da haben wir 3 Achter. Ja, 3 Achter, okay. Wo war ich denn gerade verstehen geblieben? Jetzt habe ich vergessen jetzt. Die können jetzt mal weg. Die können jetzt mal weg. Also, 9 haben wir dann 9. Das heißt, da können wir auch 9 hinsetzen. Und da auch. Weil wir haben hier da 2 9er. Und wir haben 2 7er. Das heißt, da oben haben wir also 2 und 6 und 7 und 9. Und was kommt dann dahin? 1, 2, 3, 4. 4. Da muss die 4 hin. Die kann auf keinem Feld sonst sein. Da kommt dann die 4 hin, dann können wir die 4 wegmachen. Und das heißt also, dass da auch eine 4 kommt. So. Da haben wir 4, da haben wir auch 3, 4. Und wie sieht das da unten aus? 1, 2, 3, ja. Das heißt, die 4 haben wir komplett. Die 5. Ja, die 5 oben haben wir sie, in der Mitte haben wir auch 3 5er und unten auch 6er. Ja, in der mittleren Reihe ist alles frei von 6er. Ja. Was war mit den 2 an? Da haben wir die 2 da oben. Da 2, 2. Das heißt, 2 ist also da. Und hier unten. Nur so 1, 2 und also 3 Felder für die 2.
Ja, schauen wir mal hier in die Dreier zum Beispiel. Da haben wir zwei Dreier. Das hat die Drei muss also dahin. Nee. Drei und drei. Guck mal, die zwei Dreier dahin. Und ja. Also 1, 2. Drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Ja. Drei. Also Zweier zum Beispiel. Das heißt, hier kommt eine 2 hin und da. Zwei Zweier. Moment, du die drei.
Kennen deine. Ja, ich muss aufpassen, ich werde müde langsam und ich mache hier Fehler. Ich mache Fehler. Ich muss das doppelt und dreifach kontrollieren hier. So. Also 1, 2, 3. Also zum Beispiel die 2. 2 kann ja da nicht sein. Und die kann da nicht sein. Also bleiben nur die 2 Felder für die 2 über. Nur die 2 Felder für die 2. Tja, und dann war es 2 Felder für die 2. Gut, da waren 2 und 3 und dann 2 und 3. Und weiter. Ja, 2 und 3, das heißt aber. Das heißt, die können nicht da sein und die können nicht da sein. Das heißt, die 2 muss da sein. Und das heißt, die 2 kann nicht sein, die muss weg. Also, das muss eine 2 sein. Eine reale. So. Das heißt, eine 2. Jetzt haben wir dann 2 und dann eine 2. Und dann eine 2. Da haben wir 3 2 in der Mitte. Tja, bringt ihn nicht weiter, oder? Abwarten. Das waren die 2. 3 haben wir auch gleich. Das waren die 2. Ja.
Zum Beispiel die 1. Die 1 kann ja da nicht sein hier unten. Und die 1 kann ja da nicht sein. Das heißt, nur die zwei Felder hier kommen für die 1 in Frage. So. Und damit muss die 1 quasi hierhin. Dahin. Tja, bringt uns auch nicht weiter. Das bringt uns auch nicht weiter. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Aber die 1 und die 2, die müssen da sein. Und die 3 kann nur da sein, oder? Die 3 kann da sein, die muss aber nicht. Also können wir die wegmachen. Und keine 3. Wenn ich keine 3 jetzt lösche, dann bleibt die andere über. Da sind eine kleine 3 und da kommt eine richtige 3 hin. So. Oder 2, 3. Da kommt die 3 auch weg. Da kommt die da hin. So. Haben wir die 3 und die 2 sind 1 und 2. Und die 3 sind haben wir ja. Ja, gut. Das heißt, 3 haben wir alle. 4 haben wir auch alle. Was war mit der 5? 5 haben wir auch alle, oder? Ich glaube, ja. Also haben wir 4, 5. 3, 4, 5. Ja, was mit der 6? Ja, und die 6 haben wir da unten zwei Felder oder mehr. Zwei Felder und das heißt, die 6 kann nur da sein und da. Die 6 kann also nicht da sein, wegen der hier, genau, und die kann nicht da sein. Also bleiben immer noch drei Felder über für die 6. 1, 2, 3. Für die 7 können wir nichts machen. Moment, wir haben 2 7er. Das heißt, da kommen die 7 hin. Da kommt die 1. Ja, nein. Nein, ne?
Ich gebe mal das von der 1. Jetzt kommt dann eine 7. Das ist tückisch. Ich muss hier aufpassen, dass ich mich hier nicht vertue. Also mit der 1 und 7 und der 1 und 7. Ich habe schon hier einen Fehlversuch hinter mir. Also 1 und 7, da haben wir ein Pärchen. Und da unten haben wir auch ein Pärchen. Das Pärchen hier. Pärchenparty. Ja. Und das heißt also 6er, 6er, 7er, ne? 7er hatten wir 6er. 5 hatten wir alle klar, aber wann war der 6? Was kommt denn dahin? Also da haben wir, da fehlt eine 1. Nee, da kann keine 1 hinkommen. 1 haben wir schon, 1, 2. Und 1 haben wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da muss die 8 hin. Da muss die 8 hin. Richtige. Da muss die 8 hin. Weil die zwei Felder sind ja besetzt, haben wir ja nur ein offenes Feld. Und dieses eigene offene Feld muss ja mit einer Zahl besetzt sein. Und alle anderen Zahlen kommen ja vor. Und nur die 8 kommt nicht vor, also muss das die 8 sein. Rule of Limitation, wie nennt ihr das da? Ja, gut, also ist die 8. Dann haben wir also danach und danach, dann kommt da auch nach den. So. Und dann können wir die 8 da mal wischen. So. Boah, Gott sei Dank, jetzt haben wir die 8 da schon mal. Da haben wir auch nach. Aber. Jemand. Das heißt, da muss ich jetzt die 8 hin. Da habe ich die vorhin dahin gesetzt. Jetzt kommt die also dahin. Habe ich die einfach verschoben, versehentlich wahrscheinlich. Da kommt jetzt also die 8 hin. Und zwar eine richtige. 3 8, 3 8. Jetzt haben wir die 8 auch alle. Okay. 7er, sagte ich ja schon, ne? Da haben wir die 7er durch. Hier kommen wir nicht weiter, da sind die auf der Seite. Und ja, kommen wir nicht weiter. Und 8 und die 9er. Das heißt, da haben wir 2 Plätze für die 9. Also, neun muss da oder da sein. Da können wir die mal eintragen, dann neun oder da. Anders geht nicht. Also wir haben ja da oben eine neun und wo muss sie ja sein? Also, die zwei Felder mit neun. Und, was haben wir denn noch? Haben wir die 1 haben wir. Da fehlt noch was. 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlt noch die 6. Da muss ja die 6 hin. 6 und 9. Noch ein Pärchen. 6 und 9. Und 6 und 9. Das heißt, dann machen wir das Spiel hier nochmal. Da fehlt noch eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. Hier, dann kommt auch 6 und 9 hin.
Der kommt auch 6 und 9 hin. Und da, was kommt da hin? 1, 2, 3, 4, 5, da kommt auch 6 und 9 hin. 6 und 9. Ja, zweimal in der Reihe und zweimal in der Reihe. Ist ja witzig. Ja, gut. Also die acht einmal, ne? Und bei den neunen arbeiten wir dran. Bei den siebenen kommen wir nicht weiter mit dran. Ja, gut. Die Neuner könnten auch mit Schlüssen sein, aber. Was, da habe ich drei P. Was kommt denn hier eigentlich noch rein? Was ist mit der 1 eigentlich? Was ist mit der 1? Da haben wir eine 1. Und da war eine 1. Das heißt, die 1 muss also da sein. Oder da. 1, 1. Was haben wir noch? 2 haben wir, 3, 4, 5, 6 haben wir, 7, 8 haben wir, die 9. Die 9 kann also da nicht sein. Wo kann die 9 über sein? Ab 3 Felder würden die 9. So sieht es aus. 1. Ja. Also kommt er in die Neune hin, oder wie? Also die Neun kann da und da sein, da. Da haben wir die Neun schon drin. Aber wo genau ist immer klar. Da haben wir die Neun auch drin. Und da auch und da auch. Jetzt haben wir die 9 schon in 1, 2, 3, 4 Blöcken haben wir die 9 dann mit unklarer Position. Also, da muss ich auch jetzt eine 9 hin. Also die 9 kann dahin, ist klar. Und die 9 kann theoretisch dahin und die kann dahin. Drei Felder für die 9. Ja. Drei Felder für die 9.
Ja, das heißt, ihr kommt dann auch über die einzelnen neuen. Da kommt dann auch einzelnen. Zu neun und da auch ein zu neun und da ebenfalls ein zu neun. Ja, und bringt uns das jetzt weiter. Ich sehe nicht viel. Da liegt der Schlüssel nicht bei den ganzen Antennen. Mach ich die wieder weg. Den auch Antennen. Da auch Antennen. Da auch Antennen. Das bringt nicht die Lösung. Da liegt die nicht. Ja, aber wo denn? Da können wir die Antennen, da machen wir auch die Antennen weg. Und da können wir auch, dann müssen wir die auch wegmachen. Und die neuen können wir auch streichen. Jetzt haben wir nur noch die Zahlen, die zwangsläufig notwendig dahin müssen. Also die Vermischung muss ich vielleicht mal. Mal beenden. Ja, gehen wir mal zu diesem Block hier. Da muss die Lösung drin sein. Da haben wir die zwei Einsen. Zwei Einsen. Da haben wir die zwei. Eine 3, eine 4, eine 5, eine 6. Eine 7. Eine 8. Ja. Was kommt da jetzt hin? Sind zu viele Felder. Es sind zu viele Felder. Also ich habe keine Idee für dieses Feld. Da kann was hinkommen. Da können im Prinzip alle offen sein. 1, 2, 9, 1, 9 und die 6 auch noch. 1, 6, 9 kann da hin. 1, 6, 9. Also zum Beispiel habe ich da 6 und 9 und dort auch 6 und 9. Zweimal. Und zweimal im selben Block. Kann ja eigentlich nicht sein. Ist aber so.
eine fällt von die 6 und die andere das 9. Ist ja ganz klar. Aber wo jetzt genau was hinkommt, das ist offen. Ja, was hier kann man, da kommt da die 6 hin und was noch? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, und die neun. Da mal die neun. Das heißt, die neun kommt ein. Oder dahin. Also die 1 muss sein oder dein. Nur zwei Felder, wenn die 1 möglich. Das heißt, 2 mal 3 mal 4, 5, 6. Tja.
Dreiviertel wie die Neun. Tja, ich könnte drehen und wenden, wie ich will. Es bleibt dabei. Ja. Also zum Beispiel da. Ich kann die 2 nehmen, 3, 4, 5. Ich könnte die 6 hin. Da könnte die 7. Ich kann die 1 nicht hin, die 2 nicht. 3, 4, 5. 6 könnte hin, 6 und die 7, und was noch, und die 9, 6, 7 und 9. Tja, bin ich hier am Ende oder keine Hilfe? Tja, von dem Programm nicht. Wir können die Kinder nehmen. Da kommt 6 und 9 und da hinten haben wir auch 6 und 9 ein Pärchen. In der Reihe, in der Zeile. Das Pärchen haben wir in dem Block auch gleich nochmal. Ja. Das heißt, ich muss ja mindestens noch einen neuen haben.
Zum Beispiel die 7 kann da nicht sein. Was kommt da überhaupt hin? Wieso sehe ich das überhaupt erst jetzt? Da habe ich eine Spalte und da ist eine Zelle frei. Und wieso sehe ich das nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da kommt eine 9 hin. Wieso sehe ich das nicht? Da liegt eine ganze Spalte vor mir, da fehlt nur eine Zahl und ich sehe die Spalte nicht. Das ist eine Müdigkeit oder wie. Weil, weil, weil. Da haben wir die 9. Gut, bringt uns das weiter? Nö. Oder? Das heißt, die 9 kommen wir jetzt da. Da können wir die 9 wegmachen. Und dann kommt da die 6 hin. Ich habe ja nur zwei 9. Die 6 können in den 2 Plätzen sein. Ja. Also kommt da die 6 hin. Da kommt dann die 9 hin. So. Jetzt sieht schon besser aus. Jetzt sieht schon besser aus. Aber wir können nicht da so ein Backout haben. Dann können wir die 6 wegmachen. Jetzt kommt da hin. Schauen wir mal. Und dann kommt die 6. Dann kommt die 6 rein. Da kommt die 6 hin. Ja. Und dann kommt die 6 hin. Wieso habe ich da eine 6 stehen? Wo kommen die her? Also wir haben jetzt hier. Da haben wir nicht 9, 9, das heißt, die 9 kommt dahin. So, dann haben wir hier auch 2 9, das heißt, dann kommt die 9 dahin. Und dann haben wir da eine 2. Und da kommt eine 9 hin. So, dann kommt da eine 7 hin. Und da kommt dann die 9 hin. Ja, gut. Haben wir den Mist weg? Haben wir den Mist weg? Und 9, der kann die 9 weg. Was war mit der 6? Weiß ich nicht genau. Ich muss mal Pause machen.
etwas Kampfnahrung. Kampfnahrung mitgeholt. Und ja, sag mal, wenn ich ja hier die volle Reihe nicht sehe, das ist ja. Ja, wo waren wir denn jetzt hier? Da fehlt noch was, da fehlt 1 und 7. Und da. Das sind 7, das heißt, da muss die 1 hin. Da muss eine 1 hin. Und da kommt dann die 7 hin. In dem Block, ja. In dem Block, ja. Und dann können wir die 7 da löschen. Und dann kommt da die 1 hin. Da kommt dann die 7 hin. Dann können wir die. Da kommt auch keine 7 hin. Die können wir löschen. Das heißt, die muss dann dahin. Da kommt also die 7 dann hin. Jetzt haben wir noch die 1. Die kommt dann dorthin. Ich hoffe, dass ich jetzt alle richtig habe. 1, 2, was kommt da noch hin? 6 oder wie ne? 1, 2, 3, 4, 5, da kommt da die 6 hin. Ja. Und da kommt die 2. Und dann kommt da die 16. Ja. Er sagte mir gleich, ja, why? In 10 Stunden haben sie das gelöscht, haben sie das Rätsel gelöst. Ja, wie sieht das halt mit der 6 hier? Da haben wir eine 6, da waren zwei 6er. Da war eine 6 und da hinten. Wir sind immer noch nicht durch. Da haben wir eine 6 und da, das heißt, da kommt eine 6 hin. Und dann kommt da eine 6 hin. Dann kommt da eine 6 hin. Und da kommt eine 9 hin. Und und da kommt eine 1 hin. Und da kommt eine 2 hin. Da kommt dann eine 1 hin. Ja, hurra. 68 Minuten. Ja, gut, zwei Versuche muss man natürlich sagen, weil ich im ersten einen Fehler drin hatte. Deswegen hat das so lange gedauert. Okay, Leute, sorry. Aber so ist das, wenn man das spontan und impulsiv macht und nichts sagen. Ich spiele hier nicht den Experten spielen, sondern ich spiele hier den Lernenden, derjenige, der versucht, das selber zu lösen und sich selber zu entwickeln. Und ihr seid live dabei.